Hallo und herzlich willkommen bei den Garagengurus. Wir nehmen heute unser Logo als Vorlage und bauen daraus einen LED-Stand. Als Material benutzen wir dafür etwas altes Holz, was wir noch übrig haben, Plexiglas und ein LED-Stripe. Zu Beginn suchen wir uns eine Platte, wo wir die Maserung ganz hübsch finden. Und halten mal unser Logo ran und gucken, wo gefällt uns die Maserung eigentlich. Wir haben das vorher schon mal geguckt und fanden die Maserung an der Stelle hier ganz hübsch. Also halte ich das hier ran. Nehmen einen ganz simplen Prittstift oder andere Firma, egal was. Hauptsache es klebt. Und kleben das dann schön fest an die Stelle auf, wo wir es haben wollen. Genau, solange der Leim trocknen kann, benutzen wir ein bisschen unsere Grundplatte, um die zu verschönern. Wir haben sie schon mal zugeschnitten, ihr könnt euch die auch im Baumarkt zuschneiden lassen, auf die Größe, wie ihr so wollt. Wenn ihr euch das nicht zutraut, zweimal abzulenken, das war bei uns hier einfach ein Rest. Probiert eure Hölzer bis zum Ende zu verwenden und nicht alle große zu verfeuern. Wir haben uns entschieden, diese 45 Grad Kante, die auf der einen Seite schon vorgegeben ist, auf den anderen Seiten zu übertragen. Fangt, wenn ihr sowas hobeln und nicht schleifen solltet, wie wir es gerade tun, an die Grünholzseiten als erstes zu hobeln. Wenn ihr Ausrisse an den Seiten habt, hobelt ihr die auf der Längsfaserrichtung immer wieder weg. Und das zeige ich euch mal kurz. Weil wir in unserem Logo ein paar Zwischenräume haben, an die wir nicht wirklich durchgängig kommen, bohren wir erstmal ein paar Löcher vor, dass wir dann mit der Laubsäge einen kleinen Trick machen können, um dann diese Zwischenräume rauszusägen. Achtet darauf, dass ihr euch einen Bohrer aussucht, der natürlich auch in der Dicke eures Sägeblatts halbwegs entspricht, ein bisschen größer ist. So. Und der kleine Trick, den die meisten wahrscheinlich schon kennen, ihr habt hier oben natürlich so schöne Flügelmütter, womit ihr euer Bandsägeblatt befestigt. Steckt euer Bandsägeblatt durch die Löcher, jetzt schon. Um es dann mit dem Werkstück dazwischen quasi zu arretieren. Zieht ihr dann so schön fest. Und nun könnt ihr, ohne von außen einzusägen, eure kleinen Zwischenräume aussägen. Nachdem wir unser Logo ausgeschnitten haben, legen wir es auf eine Plexiglasscheibe, die wir noch hatten. Die ist schon ziemlich zerkratzt und alt. Deswegen haben wir uns eine schöne Ecke ausgesucht, die noch halbwegs vernünftig aussieht. Da zeichnen wir dann die äußeren Ränder des Logos an und lassen nach unten etwas mehr Platz, weil wir da nämlich den Fuß dann brauchen, um das dann in unsere Halterung hineinzupacken. Um unsere Form aus dem Plexiglas auszuschneiden, benutze ich meine Japansäge. Ihr könnt auch jede handelsübliche andere Säge benutzen. Es geht selbst mit der Laubsäge. Das Einzige, wo ihr darauf aufpassen müsst, ist, dass Plexiglas die Tendenz hat, sehr leicht zu splittern und auch sehr leicht zu reißen, zu brechen. Macht das alles schön vorsichtig, sägt nicht mit zu viel Druck und dann sollte das alles funktionieren. Nach dem Sägen sind die Kanten noch ziemlich rau, das wollen wir nicht haben, deswegen schleifen wir die gleich nochmal ab. So, im nächsten Schritt schleifen wir unser Logo und soll es noch ein bisschen vor, um vor allem die Klebereste abzukriegen, die noch drauf sind. Die Farbreste, die wir noch ein bisschen drauf haben. Einfach auch ein bisschen, um die Kanten zu brechen. So, unsere Grundplatte haben wir schon mal gemacht.
Als Oberflächenbehandlung haben wir uns ausgedacht, wir haben das Ganze flambieren. Und schon mal fürs Erste. Jetzt werden wir uns das Ganze erstmal mit so einer Bronzebürste bzw. Messingbürste, nicht Bronze, Messingbürste bearbeiten. Und wechseln ein bisschen zu einer feineren Wurzelholzbürste, die immer noch ein bisschen stabil ist, die letzten Reste hier rauszubürsten. Das nachher mit Lack, wo die Farben, gerade das Dunkel, diese hell-dunkel Unterschiede noch ein bisschen anfladern und ein bisschen hervortreten, wird das Ganze extrem schön aussehen. Flambiert ist das gute Ding. Jetzt brauchen wir noch eine Befestigung für unsere Plexiglasscheibe. Da messen wir uns einfach die Mitte aus und auf der Längsseite. Genauso messe ich hier noch die Mitte aus. Halt mir die Mitte auf die Mitte. Lass mir einen dritten Arm wachsen. Genau. Und mach mir noch zwei weitere Markierungen, dass ich die Außenkanten habe. Und pass auf, dass ich das nicht allzu schräg halte. Das würde blöd aussehen. Jetzt haben wir die und können dann schon mal unser Loch für die Befestigung reinmachen. Ich benutze dazu so eine Möbellacklasuren. Die haben den großen Vorteil, trotzdem sie eingefärbt sind, sind sie halt nicht deckend. Wäre schade, wenn wir unsere schöne rausgearbeitete Holzstruktur einfach wieder mit dem Lack überdecken. Ich werde anfangen mit ein bisschen einem dunkleren, habe hier noch so eine kleine Zwischenfarbe und werde das Ganze zum Schluss mit klarem Lack überziehen, damit so ein bisschen Brillanz und Glanz rauskommt. Ja, erlaubt ist, was gefällt. Probiert euch ein bisschen aus, macht euch ein Probestück und ansonsten fangt einfach an. Benutzen tue ich dazu einen Lappen. Ihr könnt es auch mit einem Pinsel auftragen. Ich habe damit ganz gute Erfahrungen gemacht. Schaut ein bisschen, dass ihr einen Stoff kriegt, der nicht fusselt. Jetzt sind wir auch fast fertig. Wir befestigen noch unser Logo auf der Plexiglasscheibe. Einfach mit zwei kleinen Punkten, das muss ja nichts halten, von der Heißklebepistole. Ich musste gerade überlegen, wie das Ding heißt eigentlich. Wir haben hier hinten übrigens schon einen kleinen Kanal gezogen, dass wir dann von unseren LED-Stripes auch das Kabel nach außen legen können, dass wir das auch mit Strom versorgen können. Und jetzt kommt der große Moment, wo wir feststellen, ob es auch passt. Passt. Schaut ein bisschen, dass ihr die Höhe dieses LED-Stripe von unten noch Platz habt, dass ihr den wirklich schön flach von unten ansetzen könnt. Wir hätten jetzt hier noch eine extra Nut fräsen können, haben wir gelassen. Hier kommen kleine Gummifüßchen drunter, da schaut kein Mensch mehr drunter und von daher reicht uns das so. Aber natürlich das Ganze. Ja, die befestigen wir dann auch nochmal mit dem Heißkleber. Ein bisschen gucken, dass wir hier nicht gerade auf diese LEDs die Heißklebepunkte setzen. Wäre doof, wäre dunkel dann.
Hier hinten werden wir jetzt die Kabel auch nochmal schön tief reindrücken. Heißkleber drauf. Das Ganze hält. Schön ausrichten. Super. Genau, jetzt noch an Strom, dann sehen wir, wie es leuchtet. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit uns und unserem flambierten LED-Stand. Viel Spaß beim Nachbasteln, abonniert uns, gebt uns einen Daumen nach oben und wenn ihr Kritik, Fragen oder sonst welche Wünsche habt, schreibt es in die Kommentare. Genau, einen Daumen denn.